Vielleicht kennt ihr das. Einer eurer komischen Freunde schickt euch per Messenger eine GIF aufs Handy und ihr fragt euch, was ist das? Woher kommt das? Warum sieht das nicht so dämlich aus wie der restliche Müll im Internet? Mir ging es jedenfalls so und nach einer kurzen Recherche war der Fall auch schnell gelöst. Puschel das Eichhorn, 1979 von Nippon Animation aus Japan. Zugegeben, Puschel wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein Zeichentrickfilm, den man jetzt unbedingt sehen will. Eher wie etwas, das man peripher wahrnimmt, wenn Kinder vor der Glotze sitzen. Sowas wie Vicky, Biene Maya, Sindbad, Heidi, diese typischen Kindersendungen halt. Wenn man aber ein bisschen recherchiert, stellt man schnell was Interessantes fest. Die meisten dieser Produktionen stammen von Nippon Animation und alle ungefähr aus demselben Zeitraum. Während Vicky und Biene Maya aus irgendwelchen Gründen Remakes und sogar ganze Kinofilme bekommen, ging Puschel allerdings völlig unter. Diese Informationsknappheit sowie die Tatsachen, dass es um Eichhörnchen geht, ausgiebig über Nester geredet wird und Wiesel darin vorkommen, wollen wir zusammen spielen? Sind für mich gute Gründe, mich mal ausgiebig damit zu beschäftigen. Die Serie Puschel das Eichhorn handelt, wie der Name schon sagt, von Puschel dem Eichhorn. Puschel ist allerdings kein gewöhnliches Eichhorn, denn er wird in seiner Kindheit von den Menschen in einem Baum gefunden und ins Dorf mitgenommen. Dort wird er von der Katze adoptiert und von ihr aufgezogen. Puschel betrachtet die Katze daher als seine Mutter und sieht sich auch selbst als Katze. Und er verhält sich dementsprechend. Ach, und dass er rote Haare hat und so komisch aussieht, stört dich wohl gar nicht, was? Ja, der Mensch greift in die Natur ein und bringt alles durcheinander. Ein Szenario, welches schon recht häufig durchgekaut wurde, aber hier hat die Geschichte wenigstens eine literarische Vorlage. Puschel das Eichhorn basiert lose auf einem Buch aus den 20er Jahren namens Banner Tale, The Story of a Gray Squirrel. Oder auf Deutsch halt einfach Fahnenschwanz von Ernest Thompson Seton. Der hat tatsächlich sehr viele solcher Bücher geschrieben und wohl auch die amerikanische Pfadfinderbewegung mitgeprägt, aber das nur so am Rande. Eines Nachts gerät die Scheune, in der Puschel mit seiner Katzenmutter wohnt, in Brand, wodurch die beiden getrennt werden. Das Feuer ist schuld. Puschel bleibt daraufhin alleine zurück und muss sich nun irgendwie zurechtfinden. Außerdem wird er erstmals mit der Tatsache konfrontiert, dass er eben doch keine Katze ist und eigentlich in den Wald gehört. Da hast du's. Sieht das etwa wie eine Katze aus, was du da siehst? Da er keinen anderen Ort mehr hat, an dem er bleiben kann und auch sonst nicht weiß, wo er hin soll, begibt er sich schließlich notgedrungen auch dorthin. Zwangsweise muss er sich nun mit den anderen Tieren im Wald auseinandersetzen. Leider stehen Eichhörnchen naturgemäß eher weiter unten in der Nahrungskette. Und so wird er in seiner ersten Nacht im Wald beinahe von einem Uhu gefressen. Ja, du scheinst mir ein ganz leckerer Bissen zu sein. Du beschwindelst mich ja. Der Uhu ist von Puschels eigenartigem Verhalten allerdings so perplex, dass er sich nach einem kurzen Gespräch über Ernährung und Existenz mit ihm anfreundet und verspricht, ihn nicht aufzuessen. Wenn ich so drüber nachdenke, du bist ein sehr merkwürdiges Eichhörnchen. Du denkst ziemlich viel, stimmt's, Onkel Uhu? Denk nur nicht, dass jeder so nett ist wie ich. Im Grunde ist der Wald ein schrecklicher Ort und es gibt hier viele, die es auf Eichhörnchen abgesehen haben. Wahrscheinlich denkt er jetzt, dies ist ja auch eine Kindersendung. Natürlich passiert dem Puschel nichts und all seine Feinde sind in Wahrheit seine Freunde. Tja, ich muss euch leider enttäuschen. Ab diesem Punkt lernt Puschel die weiteren Eichhörnchen der Serie kennen. Zuallererst trifft er auf den jungen Clay, der eine sehr strenge Mutter hat. Wenn meine Mutter erfährt, dass ich mit ihm spiele, verhaut sie mich. Sie muss es ja nicht erfahren. Möchtest du, dass ich dich verhaue, ja? Natürlich nicht. Weil sie keinen Hintern zum Versohlen hat wie du. Ja, man merkt, dass die UN-Kinderrechtskonvention erst etwa 10 Jahre später ein Thema war. Der junge Clay beschließt, Puschel den anderen Eichhörnchen im Wald vorzustellen. Dies sind vor allem Graubart, der Anführer der Eichhörnchengruppe, Felix, Puschels erster Rivale, Tante Lilly, die strenge Mutter von Clay, die anfangs gar nicht von Puschel begeistert ist. Und irgendwie hat Tim in Form von Rotbauch auch eine Rolle bekommen. Nein, aber ich bin sowieso dagegen. So ein Unsinn. Also ich bin wie gesagt dagegen. Jetzt hör mal, was ich dir sag. Dagegen. Und dann gibt es da noch Sue, Puschels Mentorin und spätere Freundin. Sie bringt ihm unter anderem bei, wie man isst. Hacke, das nur gemacht. Sag mal, du stellst dich aber dumm an. Nuschalen kann man doch nicht essen. Man isst nur den weichen Kern. Ich hätte einfach nur den Trichter geholt. Hierbei wird auch noch einmal deutlich, wie die Erziehung durch eine Katze Puschels Verhalten geprägt hat. Puschel kennt die Gefahren des Waldes nicht. Die Gefahr, die von einem Fuchs ausgeht, schätzt er beispielsweise völlig falsch ein. Na, wenn ich sowas höre vor einem Fuchs, muss man doch nicht weglaufen. Fürchtest du dich denn nicht vor dem Fuchs? Aber nicht die Spur. Heißt das, dass du mit ihm fertig bist? Ja, sicher. Was glaubst du denn? Da habe ich ja Glück. Man muss, glaube ich, nicht weiter erwähnen, dass diese Unwissenheit über alles auf andere Eichhörnchen eher befremdlich wirkt.
Pusche ist also von Anfang an der komische Fremde, der neu im Wald ist und wird entsprechend misstrauisch von den anderen Eichhörnchen beobachtet. So wird er anfangs auch nicht in die Gemeinschaft der anderen Eichhörnchen mit aufgenommen und muss sich erstmal woanders ein Zuhause suchen. Aber Kind, versteh doch, wir sind ja unseres Lebens nicht mehr sicher, wenn dieses seltsame Eichhörnchen bei uns bleibt. Als dann herauskommt, dass Pusche mit dem Uhu befreundet ist und er später auch noch des Nussdiebstahls bezichtigt wird, ist er endgültig bei den anderen unten durch. Ich will nichts mit dir zu tun haben! Zu, warte! Oh, mit Nüsse-Dieben sprechen wir nicht. Na gut, wenn ihr nicht meine Freunde sein wollt, dann eben nicht. Aber ich gehe nicht weg von hier, damit ihr es wisst. Ja, eine sehr traurige Entwicklung und so gar nicht typisch für eine Kindersendung. Aber gerade das weiß ich daran zu schätzen. Schließlich wäre die Spannung nicht halb so groß, wenn Graubart am Anfang gesagt hätte: Oh, wir sind eine offene und tolerante Gesellschaft von Eichhörnchen. Natürlich darfst du trotz all deiner Probleme bei uns leben. Mal ernsthaft, das wäre dann kein Spannungsbogen, sondern eine Spannungsgerade und damit auf dem Niveau von einer Folge Dora. Puschel, nicht klauen. Aber ich habe die Nüsse nicht gestohlen. Du gibst es immer noch nicht zu. Natürlich gelingt es Pusche später, sich mit den anderen noch anzufreunden, aber selbst dann ist nicht immer alles rosig im Wald. Fortan geht es einfach nur darum, den kleinen Puschel bei seinen Abenteuern zu begleiten. Im Laufe der gesamten Serie lernt er, wie man als Eichhörnchen in der Wildnis lebt. Er kann aber aufgrund seiner Erfahrung mit Menschen auch den anderen helfen. Hier und da werden auch mal ganz dezent kleine Infos über die Tiere eingestreut. Ich habe noch nie gehört, dass Eichhörnchen sich Löcher im Boden graben. Aber ich habe doch vorhin gerade so einen Bau gesehen. So, das wird der von einem Erdhörnchen gewesen sein. Darum heißt es Erdhörnchen, weil es in der Erde wohnt. Aber ihr Eichhörnchen habt, soviel ich weiß, immer auf Bäumen gelebt. In so vielen Kinderserien, die irgendwie lehrreich sein wollen, werden Kindern die Fakten so plump ins Gesicht gefeuert, dass sie sie am Ende einer Folge schon wieder vergessen haben. Nicht wahr, Stanley? Der Unterschied hier ist, dass diese kleinen Infos über das Leben und Verhalten von Tieren nicht nur besser in die Handlung eingearbeitet werden, sie sind sogar Teil der Persönlichkeit von Figuren. Und wo ich gerade von Persönlichkeit spreche, ich finde, der Zeichenstil hat eine ganze Menge davon. Die Serie sieht trotz ihres Alters, und sie ist immerhin von 1979, immer noch erstaunlich gut aus. Das mag aber auch daran liegen, dass Tiercharaktere generell besser altern. Wenn man Puschel mal mit ähnlich alten Nippon-Animation-Produktionen vergleicht, wie zum Beispiel Heidi oder dem hier, wirkt es einfach weniger angestaubt. Vermutlich auch durch das Alter und die Zielgruppe bedingt, hat die Serie zudem ein sehr eigenes Aussehen, mit welchem sie sich vom heute typischen Anime-Look unterscheidet. Über Design und Animationstechnik wird in solchen Videos meist nie geredet. Warum eigentlich nicht? Zunächst benötige ich ein Hörnchen. Ah, da ist ja schon eins. Was wir hier haben, ist ein unspezifisches Hörnchen, wie es in Puschel das Eichhorn vorkommen könnte. Lediglich die Form der Ohren und der buschige Schwanz geben Aufschluss über seine Art. Definieren wir es ein bisschen genauer. Dafür müssen wir es fixieren. Einem Laien mag das jetzt vielleicht sehr brutal vorkommen, aber diese Prozedur ist notwendig, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Viecher beim Zeichnen rumzappeln. Selbstverständlich verwende ich ausschließlich ACME-zertifizierte Cartoon-Hörnchen. Niemals würde ich mich an einem Realfilm-Hörnchen vergreifen. Machen wir aus diesem hier ein Grauhörnchen. Der Zeichenstil, der in Puschel das Eichhorn Verwendung findet, ist hübsch, wie er simpel ist. Grundsätzlich bestehen die Charaktere nämlich nur aus ein paar geschwungenen Linien mit einer Art Wurst als Schwanz. Das Ganze erinnert am Ende eher an Handpuppen als an realistische Tiere. Gleichzeitig wird das Design aber auch nicht zu sehr vermenschlicht. Dieser einfache Zeichenstil hat natürlich einen Grund. Ein komplexeres Charakterdesign würde deutlich mehr Aufwand bei der Animation bedeuten. Damit die kleinen Biester nicht so langweilig aussehen, bekommen sie noch eine schnittige Fellzeichnung mit einer Gesichtsmaske und einem hellen Bauch. Ich werde es wie die Animateure der Serie machen und dafür rote Linien verwenden. Rot bedeutet in diesem Fall nichts weiter, als dass diese Linien später nicht als Outline im Bild zu sehen sein sollen. Was jetzt kommt, ist das Cleanen der Outlines. Alle Linien, die später zu sehen sein sollen, werden nochmal nachgezogen und Details ordentlich herausgearbeitet. Der nächste Schritt ist die sogenannte Xerografie. Dabei werden die fertig gecleanten Zeichnungen mithilfe eines Kopierers auf Folien gedruckt. Dadurch lassen sich gleichzeitig auch die roten Linien herausfiltern, wodurch diese dann im Film nicht mehr zu sehen sind. Die bedruckten Folien wurden dann nur noch rückseitig koloriert und waren nach dem Trocknen fertig für die Filmproduktion. Da ich hier digital arbeite, kann ich mir diesen ganzen Aufwand aber komplett sparen und direkt mit dem Kolorieren anfangen. Im Zeichentrickbereich haben Computer wirklich sehr viel sehr vereinfacht. Schaut doch mal, was das für ein hübsches Grauhörnchen geworden ist.
Dies ist nun das männliche Exemplar. Das weibliche Charakterdesign unterscheidet sich tatsächlich nur in sehr wenigen Punkten. Die Weibchen besitzen natürlich betonte Wimpern, zumindest leicht angedeutete Brüste und eine Taille. Auch die Fellzeichnung fällt ein ganz kleines bisschen figurbetonter aus, als es bei den Männchen der Fall ist. Diese paar Merkmale könnte man nun schon ein wenig variieren, allerdings reicht das alleine nicht aus, um die Charaktere, vor allem für Kinder, eindeutig identifizierbar zu machen. Die wichtigen Rollen besitzen daher noch weitere Merkmale. Puschel trägt beispielsweise eine auffällige grüne Jacke und sein Glöckchen, welches man sogar hören kann. Sue trägt eine Blume in den Haaren. Und so weiter. Und falls ihr jetzt auch Bock auf Charakterdesign und Animation bekommen habt, empfehle ich euch das freie Grafikprogramm Krita. Ich habe dieses Hörnchen damit gequält. Das war jetzt vielleicht etwas sehr ausführlich. Wenigstens ist das Video lehrreicher als irgendeine Videospiel-Review. Für den erwachsenen Eichhorn-Liebhaber bietet die Serie auch ein paar nette, zweideutige Momente. Im Internet kursierte mal eine Szene davon, die ich aber noch als die harmloseste empfand. Im Grunde passiert nichts weiter, als dass Sue über Puschels Schwanz redet und dann daran leckt. Ja, das ist lustig. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Also es gefällt dir bei mir. Aber ja, ob ich auch mal in dein Bett rein darf? Hm? Ob beabsichtigt oder nicht, die Serie hat tatsächlich relativ viele solcher Szenen. In Anbetracht der Tatsache, dass es um Eichhörnchen geht, ist das aber auch nicht besonders verwunderlich. Denn womit sonst verbindet man Eichhörnchen, wenn nicht mit langen Schwänzen und Nüssen? Warum mischst du dich da ein? Ich hätte gerne seine Nüsse probiert. Er wollte dich doch nur in sein Nest locken. Wenn schon, ich kann alleine auf mich aufpassen. Wenn du so wild auf saubere Nüsse bist, die kann ich dir auch bieten. Neben der harmonischen Verspieltheit traut man sich aber auch einige ernste Themen ohne viele Kompromisse zu zeigen. Das merkt man bereits am Anfang der Serie, wo der Scheunenbrand tatsächlich sehr angsteinflößend dargestellt wird. In einer anderen Folge wird Puschel dazu überredet, Drogen in Form von Pilzen zu konsumieren, damit sein vermeintlicher Kumpel ihm die Freundin ausspannen kann. Das mag jetzt sicher so klingen, als hätte ich in die Folge etwas zu viel hineininterpretiert, aber nein, das passiert tatsächlich genau so. Puschel frisst die Pilze, wird von ihnen abhängig und Sue hat die Schnauze voll von ihm. Das existiert nebenbei bemerkt nicht, weil die Serie eine erzwungene Drogen sind schlimm, okay? Folge brauchte, sondern einfach, weil das tatsächlich in ähnlicher Form im Buch vorkommt. Schwanz hielt ein wenig inne, als der üble Geruch des nächststehenden Giftpilzes ihm in die Nase kam. Aber das Verlangen nach dem kräftigen, nahrhaften Geschmack erfüllte ihn ganz. Er fasste den nächststehenden Pilz, zerkaute ihn knirschend und jubelte über den herrlichen Saft, den üppigen, ranzigen Nussgeschmack, der sich so merkwürdig mit dem pfeffrigen Geschmack mischte. Das war ein herrlicher Gaumenkitzel und Fahlenschwanz konnte seine Gier immer weniger beherrschen und verschlang nicht nur einen Pilz, sondern zwei und drei, bis er ganz vollgestopft war. Und die Leute fanden aus irgendeinem Grund den Schwanzvergleich lustig. Aber selbst mit den ernsten Themen Tod und Selbstmord wird ohne große Verharmlosung umgegangen. Interessant dabei ist, dass man bei der Übersetzung nicht versucht hat, diese ernsten Themen herauszulokalisieren. Er könnte weitaus Schlimmeres vorhaben. Zum Beispiel? Nun ja, man soll nicht immer gleich das Schlimmste annehmen. Und ein Selbstmord wäre natürlich was Furchtbares. Oh. Die deutsche Synchronfassung ist stellenweise zwar etwas gewöhnungsbedürftig, jedoch wird sie im Laufe der Serie immer passender und sympathischer. Alles wirkt angenehm locker. Puschels Stimme zum Beispiel ist schön frech, aber gleichzeitig auch fröhlich. Sue, der liebe Gott lässt keine Spieluhren vom Himmel fallen, glaub mir. Macht man denn das, Sule? Ach, da macht man ein Picknick und Sportwettkämpfe und da muss man auch lesen. Ach, das ist vielleicht ganz interessant. Generell wirkt die Lokalisierung für die damalige Zeit sehr hochwertig und hat ihre eigene Art Humor. Jetzt wird ihn die Filzkröte fressen und dann haben wir Ruhe vor ihm. Welche Schildkröte? Diese böse Alte, die... Bei der Übersetzung selbst ist mir nur eine kleine Ungenauigkeit aufgefallen, die sich durch die gesamte Serie zieht, aber umso deutlicher wird, wenn man das Buch Fahnenschwanz kennt. In der Serie ist Puschel ein Eichhörnchen. Im Buch werden Fahnenschwanz, also Puschel, und seine Freundin Silberchen, das entspricht Sue, aber eindeutig als Grauhörnchen beschrieben. Auch der Titel des Buches sagt ja, dass es um Grauhörnchen geht.
Obwohl auf dem Cover meiner Ausgabe von 1925 eindeutig ein europäisches Eichhörnchen abgebildet ist. Das erkennt man übrigens an den langen Ohrpinseln. Auch Puschels Rivale Spitzohr kommt in dem Buch vor und hier wird es so richtig konfus. Im Buch wird er schlicht als rotes Eichhörnchen beschrieben, was man als unsere europäischen Eichhörnchen deuten könnte. Das Buch spielt jedoch irgendwo in den Wäldern im Nordosten der USA. Dort gibt es unsere europäischen Eichhörnchen nicht, deswegen, so vermute ich, handelt es sich bei ihm um einen Vertreter aus der Art der gemeinen Rothörnchen. In der Serie wird er korrekt als Rothörnchen vorgestellt, sieht jedoch mit seinen länglichen Ohren und dem roten Pelz eher wie ein europäisches Eichhörnchen aus. Was für ein Chaos. Okay, ich verlange jetzt hier von niemandem, alle 28 bekannten Eichhörnchenarten unterscheiden zu können. Besonders nicht von Kindern oder Zeichentrickfilmanimateuren. Behält man aber zumindest im Hinterkopf, dass es sich bei Puschel und seinen Freunden um Grauhörnchen handelt, erklärt das zumindest die seltsamen Farbschläge der Eichhörnchen im Hintergrund. Übrigens halten weder das europäische Eichhörnchen, noch das Grauhörnchen, noch das Rothörnchen Winterschlaf. Das Intro in der Serie hat uns also glatt angelogen. Und SpongeBob auch. Ach ja, und Sandy ist eigentlich auch ein Grauhörnchen. Das meiste, was man wirklich an der Serie kritisieren kann, ist eigentlich nur auf das Alter zurückzuführen. Zum Beispiel würde man in keiner aktuellen Produktion für Kinder heute Prügelstrafe als erzieherische Methode verwenden. Aus technischer Sicht sind das alte 4:3 Bildformat sowie die teilweise ziemlich schlechte Bildqualität Gründe dafür, die Serie nicht mehr im TV auszustrahlen. Die zweideutigen Witze sind zwar drin, entspringen aber dann doch eher dem Geiste des älteren Publikums. Kinder sind da deutlich unbedarfter und würden sich vermutlich nur fragen, warum Papa ständig lachen muss, wenn jemand Schwanz sagt. Wir haben hier einfach eine schöne Geschichte über 26 Folgen mit einigen düsteren Momenten. Es ist einfach sympathisch mit einem drolligen Look ohne Zuckerschock. Das reicht völlig aus. Und trotzdem scheint diese Serie leider deutlich weniger in Erinnerung geblieben zu sein als andere Kinderserien aus dieser Zeit. Ich kann verstehen, dass der Zeichenstil aus den späten 70ern nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Es ist deutlich anders als heutiger Anime, hat aber auch mit westlichen Zeichentrickproduktionen nicht viel gemein. Doch gerade das sorgt für eine gewisse visuelle Einzigartigkeit. Alles im allem bleibt es aber eine Kindersendung und Kinder machen sich tatsächlich eher selten Gedanken über sowas. Eine Kindersendung, die man auch als Erwachsener sehen kann, ohne dabei völlig zu verblöden. Sofern man denn ein gewisses Interesse für Zeichentrickfilme aufbringen kann. Für alle, die jetzt auch neugierige Eichhörnchen geworden sind, die DVD-Box mit allen 26 Folgen ist für knapp 20 Euro im Onlinehandel erhältlich. Ist gut, kann man sich angucken. Oder man lässt es und bleibt bei schlechten Videospielen. Sag mal, Puschel, das wollte ich schon immer fragen. Magst du mich? Aber so, du weißt doch, dass ich dich mag. Oh, ja. Du bist ja eine... Lasst euch von mir nicht stören.